sind klein und trinken Nektar von den Blumen. Und ich habe schon mal einen Baum gesehen, der jeden durchgekitzelt hat. Du bist lustig. Seht mal, Kinder. Seht euch nur diese bunte Blumenpracht an. Und denkt daran, ihr könnt euch die Blumen ansehen, an ihnen riechen, aber sie nicht abpflücken. Ganz bestimmt, weil sie giftig sind. Nein, Billy. Weil wir die Natur schützen wollen. Sie ist so schön. Kommt alle her, hier ist ein Wackelpilz. Was ist denn ein Wackelpilz? Ja, und wo ist er? Er hatte es furchtbar eilig. Der Wackelpilz wackelte und zappelte und dann hüpfte er davon. Ihr seid leider zu spät gekommen. Leo, dein Wackelpilz gibt's gar nicht. Aber ich hab ihn gesehen. Was ist das denn? Das wird ein neues Farnblatt. Es rollt sich ganz langsam aus und wird zu einem großen Blatt. Oh. Können wir fahren, Kinder? Ja, ich muss mich anschneiden. Ja. Leo, was für ein schönes Fernrohr. Darf ich's mal sehen? Nein, du bist jetzt nicht mehr mein Freund. Aber warum bin ich denn nicht mehr dein Freund? Darum. Selbst schuld. Und los geht's. Kuckuck, Kuckuck, ruft aus dem Wald. Kuckuck, Kuckuck, ruft aus dem Wald. Lasset uns singen, tanzen und springen. Kuckuck, Kuckuck, ruft aus dem Wald. Da wären wir. Passt gut auf. Bleibt alle zusammen und haltet euch an den Pfoten. Ja, ist das toll hier. Wollen wir durch dein Fernrohr gucken? Ach, komm schon, Leo. Nein. Im Herbst leuchten die Blätter in vielen verschiedenen wunderschönen Farben. Ich bin schon gespannt, wie viele Farben ihr finden werdet. Wenn Leo nicht da ist, dann spielen wir zwei zusammen. Das wird ein Spaß. Hast du Lust dazu, Lilly? Huhu, Kuckuck, du hast dich ja gut versteckt. Du bist bestimmt Leo und das muss Teddy sein, stimmt's? Und du bist wirklich kein Monster? Keine Angst. Ella ist wirklich sehr nett. Tja, eigentlich bin ich zum Spielen hergekommen und Didi hat mir gesagt, dass ich hier zwei sehr nette und lustige Mäuslein finden würde. Ella, möchtest du vielleicht eine Erdbeere probieren? Sie ist frisch aus unserem Garten. Ah, lecker, ich liebe Erdbeeren, vielen Dank. Und jetzt werden wir euch drei erstmal allein lassen. Papa und ich werden im Garten noch ein paar Erdbeeren pflücken. Können wir nicht mitkommen? Es wäre nicht sehr nett, Ella hier allein zu lassen. Warum gehst du nicht nach oben und zeigst ihr dein tolles Spielzeug? Na gut. Seid ihr eigentlich schon mal auf einem Pferd geritten, hä? Ja, ja, Yippie! Ja, ja, Yippie! Gute Nacht, schlaf gut. Raupi, was machst du denn da? Du sollst doch in deinem Bettchen bleiben. Du kannst runterfallen. Also gut, heute kannst du zu mir und Teddy ins Bett kommen. Aber morgen schläfst du in deinem Bett. Leo, du Schlafmütze, es ist Zeit zum Aufstehen. Ich bin noch so müde. Denk dran, du musst Raupi füttern, Leo. Raupi? Raupi, wo bist du? Oh nein! Hallo.
Du bist aber früh zurück. Aber es ist nichts passiert. Ich hab nur Lilly vermisst. Genau. Du hast Lilly vermisst? Leo, ist vielleicht doch irgendetwas? Papa, kannst du mir eine Geschichte aus deinem Buch vorlesen? Aber Leo, das hier ist kein Buch, sondern eine Zeitung. Da stehen keine Geschichten für Kinder drin. Aber was steht dann da drin? In der Zeitung stehen all die Dinge, die in unserem kleinen Dorf passieren. Wirklich alle? Ja, sicher. Oh. Kann ich sie mal haben? Ich brauch sie kurz. Es ist kein Bild von dem Pulli da drin, Teddy. Also hat niemand... Guten Tag, Albert. Oh nein, das ist Albert. Dann weiß er das mit dem kaputten Pulli und will uns holen. Wenn er uns findet, kommen wir ins Gefängnis. Ja, ganz bestimmt. Das ist doch eine gute Idee. Wirklich? Was du nicht sagst. Das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Danke. Dann komme ich einfach später nochmal. Hast du das gehört, Teddy? Er wird später nochmal kommen. Wir müssen uns verstecken. Leo? Leo? Wieso versteckst du dich? Meine Mutter wollte auch immer, dass ich vorsichtig bin am Wasser. Und deine, Herbert? Meine sagte immer, zieh dein Schwimmhäuschen an, mein Schneckchen. La 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 la. Gut, dass ich dran gedacht hab. Hey, hey, ho! Alle Piraten an Bord! Ich bin der Kapitän. Warum bist du denn der Kapitän? Ha, weil ich als erstes an Bord war. Komm, Leo, lass uns drum kämpfen. Zeig, was du kannst. Hey, hey, ho, da machen wir mit. Hey. Wir schwimmen weg. Oh. Oh nein, wir sind ganz weit vom Ufer weg. Wir sollten unsere Mamas rufen. Nein, Billy. Piraten haben vor gar nichts Angst. Unsere Mamas sind die Angsthasen. Und sie machen sich immer nur Sorgen. Ja, das stimmt. Hahaha, los geht's, Piraten. Meine Damen, überlasst das dem Profi, Miguel. Wir arbeiten im Auftrag der Schönheit. Ich frisiere und Leo knipst. Gemacht, Leo. Jetzt zeige ihn die Fotos. Da hätten wir die Nummer 1, ein Hauch von Frühling. Oh. Die Nummer 2, Glockenblume, sehr sommerlich. Nummer 3, Hibiskus, sehr festlich. Oh, die Nummer 1, bitte, sie ist umwerfend. Mit Vergnügen, meine Damen. Miguel, du bist ein Künstler. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Schlag ein. Sind wir beide nicht ein exzellentes Team? Ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Hier ist es gar nicht so langweilig, wie ich gedacht habe. Und dabei hast du noch nicht alles gesehen. Jetzt wird es richtig spannend. Spannend? Wieso denn? Ich sehe nur Emmy und Gugu. Wow, was für aufregende Dinge Didi wohl schon erlebt hat. Hallo, Leo. Hallo, Leo. Bist du schon fertig für das Foto? Nein. Hä? Ich möchte auf dem Foto so richtig cool aussehen. Wenn ich so aussehe wie der da, würde das ein richtig tolles Foto werden. Stimmt, mit roten Haaren würdest du klasse aussehen. Ja, aber wie kriege ich das bloß hin? Mach's wie deine Mama. Ich glaube wirklich nicht, dass Leo mit Lippenstift schöner aussehen wird. Auf keinen Fall. Aber nein, wir werden seine Haare färben. Aber ist das nicht gefährlich? Ach, überhaupt nicht. Didis Idee ist super. Wir brauchen dafür nur ein paar Himbeeren und Erdbeeren. Kommt schon, ab in die Küche.